Servus Leute und willkommen zurück bei der Shisha-WG. Der neue Bushido-Tabak ist angekommen. Wir fahren sofort nach Frankfurt. Ich hole sofort ein paar Döschen für euch und dann gibt es sofort das Review. Deswegen auf nach Frankfurt. Dennis. Was geht? Ist er da? Ja, Mann. Safe, er ist da? Safe. Oh, shit. So Leute, ich habe mir die drei Sorten geholt, die mich interessieren. Aliyah oder Alaya, wie sagt man das? Keine Ahnung. Keine Ahnung, gut, ich auch nicht. Sonnenbank-Flavor und Schmetterling. Die Jungs haben mir gerade ausgeladen und wir haben uns direkt die drei Dosen geschnappt. Also, schnell, oh, komm, wir teleportieren uns zurück ins Studio. Bist du ready? Ich bin ready. Du musst springen, ja? Ja. 3, 2, 1. Ja, das war fix. Ich würde sagen, ich baue mal Studio auf und dann... Let's go, das Bushido-Tabak, oder? So Leute, der Tabak ist bei mir daheim. Drei Oblakos stehen bereit. Wir bauen den Tabak mal, beziehungsweise kommen die Köpfe erstmal beiseite und wir gucken uns erstmal die Dosen an. Hier Beispiel Nummer 1 an Dose, der Aliyah oder Alaya. Oh mein Gott, ich muss gleich echt mal nach dem Lied suchen, damit ich endlich weiß, wie dieser Name ausgesprochen wird. Peinlich. Anyway, also, wir sehen schon relativ ähnlich designte Dosen wie von True Passion. Und hier ist sogar auch, wenn man genau hinguckt, der Adler von True Passion mit drauf. Also, ja, ist ja, die machen ja tatsächlich kein Geheimnis draus, dass das Ganze von True Passion produziert ist. So, ganz wichtig, welchen haben wir hier? Den Alaya, whatever. Und es gibt diese Shot-Dinger hier dazu. Ja? Das heißt, ihr müsst einen kompletten Shot, das sind nochmal 20 Milliliter, muss nochmal mit an den Tabak dran. Ja? So, das habe ich schon gemacht. Ich habe auch schon ein paar Mal umgerührt, habe ihn ein bisschen stehen lassen. Also es war jetzt nicht super lange, aber wenigstens schon mal ein bisschen so. Ne? Ich will natürlich schnellstmöglich euch das Review bringen. Aber ich will natürlich auch, dass der ein bisschen einziehen konnte. Aber ich finde, es sieht schon ganz okay eingezogen aus. Also ich glaube nicht, dass es zu lange dauert. So. Schnitt und Feuchtigkeit, sehen wir, ist ja wie von True Passion im Moment gewohnt eigentlich. So ab und zu haben wir da mal so ein kleines Ästchen hier drin, aber absolut nichts Wildes, das geht mega klar. Schnitt ist mittel, ja, habt ein paar größere, also nichts Riesiges, ne, mittel eben. Habt ein paar größere Stückchen, habt ein paar kleinere Stückchen, aber das geht alles absolut klar. Ja, also da ist nichts Wildes dabei. Molasse sehr gut aufgenommen, recht klebriger Tabak, aber das passt eigentlich alles. Und das ist natürlich auch bei all den Dosen gleich. So. Wir schnappen uns mal Kopf Nummer 1 und bauen den einfach mal. Wie immer, locker fluffig auf Noppenkontakt wird gebaut. Wir haben den Tabak ja eben nochmal umgerührt. Wir packen uns locker fluffig Tabak auf die Gabel und streichen das Ganze in das Köpfchen rein. Ne? Wie gewohnt, Leute, ihr habt mich schon 100 Mal den Oblako bauen sehen. Ich werde euch jetzt auch nur den einen Kopfbau hier zeigen, damit ihr nochmal Schnitt und Feuchtigkeit und sowas auch im Kopf ein bisschen abschätzen könnt. Aber im Grunde ist das wie jeder andere Oblako M-Kopfbau auch. Und ja, das haben wir ja schon mehr als oft genug gemacht. Aber lässt sich auf jeden Fall ganz gut bauen. Ist jetzt weder mega schlecht noch übergut. Ist einfach okay. Ne? Also Schnitt und Feuchtigkeit geht halt einfach klar. Ist nichts Wildes, aber auch absolut nichts Schlechtes. So, ich werde die alle erstmal auf Noppenkontakt rauchen. Das heißt, wir gucken, dass wir so ganz knapp unterm Rand sind. Nicht zu krass andrücken, aber uns eben alles so ein kleines bisschen zurechtlegen hier, ne? Ah, da sieht man so ab und zu mal hier so ein kleines Ästchen, aber hier zum Beispiel hängt so eins. Aber die sind nicht wild, ja. Solange das hier nicht so ein halber Baumstamm ist oder so, ist das absolut kein Problem. So, und so ist das Köpfchen dann fertig. Ungefähr randhoch gebaut. Rand schön frei gemacht, locker fluffig drinne. Und so baue ich jetzt auch noch die anderen zwei und dann war es das auch schon mit dem Kopfbau. Ich glaube, ich muss euch das jetzt nicht dreimal zeigen. Also, ich baue schnell die anderen zwei. So, Leute, Köpfchen sind gebaut. Ist alles ready. Wir fangen einfach mit dem links an. Mal gucken, welcher das ist. Wir haben uns als erstes geschnappt den Sonnenbank-Flavor. Bin ich gespannt drauf. Ich weiß, dass da Orange mit drinne sein soll und Orange eigentlich nicht mein Ding, aber... Ja, Sonnenbank-Flavor, so, der fand ich einfach witzig, den musste ich probieren. Also, Smokebox obendrauf auf unseren Oblako in der Hooker Club Show Edition. 2 One Nation 27er Kohlen rein, um das Ganze ein wenig zu beschleunigen. So, ich brauche tatsächlich mein Handy, um die Sorten rauszusuchen, weil, ja, ich habe die eben nochmal kurz durchgeguckt.
welchen ich da haben will und um mich zu entscheiden. So, also der Sonnenbank-Flavor ist Limette, Orange, Mango und Pfirsich. Klingt für mich bis auf die Orange eigentlich ziemlich geil. Der Tabak an sich kostet 17,90 Euro. Da müsst ihr noch den Shot dazu kaufen, der kostet nochmal 1,99 €. Das heißt, ihr seid circa bei 20 Euro für 220 Gramm Tabak. Ist okay, gerade so okay, Standardpreis fast, wenn man es umrechnet, ne? Also das wären umgerechnet für 200 Gramm 18,18 Euro. Ist okay, sind halt wieder 20 Cent mehr als vorher, aber ist jetzt nicht schrecklich. Also ist okay, ist okay. Ich glaube, darauf können wir uns einigen. Ist jetzt nicht mega geil, aber auch nicht scheiße. Ne? So. So, wir nehmen mal den ersten Zug und gucken mal, ob was kommt. Okay, er braucht noch eine Sekunde, aber das gibt uns Zeit, um zu dem Geruch zu kommen. Also gucken wir mal, ob wir die Limette, die Orange, die Mango und die Pfirsichnote auch rausriechen können. Also die Orange rieche ich auf jeden Fall raus. Das ist halt auch das, wovor ich am meisten Angst habe. Das ist für mich immer sehr penetrant, aber es geht tatsächlich noch. Und es riecht nach einer ganz geilen Orange eigentlich. Ja, also man riecht schon Pfirsich-Mango riecht man schon raus. Es riecht sehr minzig, es hat so ein kleines bisschen was von einem Saunaaufguss, aber das ist absolut nicht negativ gemeint. Ich finde es sogar gerade eigentlich ganz geil. Ihr habt eine schöne Frische auf jeden Fall mit dabei, aber keine explizite Minze oder Menthol, sondern einfach nur eine Frische. Also es ist wirklich einfach nur ein bisschen kalt. So ein bisschen wie, als wäre so ein Hauch Supernova dran. Und die Mango dann eher so im Hintergrund und der Pfirsich auch eher im Hintergrund. Aber für einen Tabak, in dem Orange drin ist, riecht der eigentlich noch verdammt geil. Normal rieche ich immer an Orange und denke mir so, bin raus, danke. Aber bei dem ist es nicht so, also so weit, so gut. So, ich rauche den mal ein bisschen an und ich melde mich zurück, wenn der an ist. Ja, übrigens, können wir zwischendurch auch noch kurz klären, mein Setup. Also ihr habt es ja schon gesehen, ich habe dreimal mit den Oblakos gebaut, zweimal Hookah Club Show, einmal Hookah Boss Edition, aber an sich sind das ganz normale Oblako M's, sind nur fancy Colorways. Pfeife ist die Aeon Lounge Mini, finde ich sehr, sehr schön, heute mal in dem Colorway Candy. Ich wollte mal was anderes nehmen, ich finde es sehr, sehr geil eigentlich. Also ich finde den Farbverlauf sehr, sehr nice, gefällt mir sehr gut. Weißen Schlauch dran wegen dem Weiß in der Bowl und dann noch das weiße Alpha-Mundstück, weil ich habe, glaube ich, auch kein anderes weißes Mundstück. Ja, schon fast komplett. Erstmal anrauchen, super, super easy. Kein Drücken, kein Kratzen, nix. Geht wirklich sehr, sehr angenehm. Also lässt sich wunderbar angenehm rauchen. Was man auch oft hat, wenn man das mit so einem Shot anfeuchtet, dass er am Anfang noch extrem kalt ist, das ist jetzt hier auch nicht der Fall. Also zum Beispiel, als ich letztens einen Aquamenta angefeuchtet habe, wenn du danach direkt einen Kopf rauchst, na, das kann dir ganz gut die Lunge zerreißen. Ne? Also musst du am besten schon mal ein paar Stunden warten, bevor du so einen Aquamenta rauchst. Der ist jetzt angefeuchtet vielleicht 30 Minuten. Also ja, nicht lange. So, Tabak ist an. Das heißt, wir können hier die dritte Kohle mit runternehmen. Und rauchen dann mit zwei weiter. Das reicht meistens auf Noppenkontakt, finde ich. Und wir schauen uns mal die Rauchentwicklung an. Aber die ist auf jeden Fall bombastisch, würde ich sagen. Also wunderbare Rauchentwicklung. So, aber einmal ein bisschen zur Seite. Ja, aber sehr, sehr nice Rauchentwicklung. Also auch Rauchverhalten, Rauchentwicklung, alles tipptopp. Geruchlich für einen Orangetabak oder für einen Tabak, in dem Orange drin ist, für mich auf jeden Fall auch schon mal sehr, sehr nice. Kommen wir mal zu dem wichtigsten Punkt bei dem Sonnenbank-Flavor, dem Geschmack. Es ist tatsächlich ausgewogener, als es im Geruch der Fall war. Beim Geruch habe ich ja gesagt, die Mette Orange eher so im Vordergrund. Im Geschmack die vier Früchte eigentlich ganz nice ausgeglichen. Die einzige Frucht, die ein bisschen hinten dran steht, ist meiner Meinung nach die Maracuja-Note. Die gibt nur im Hintergrund so eine leichte, saure Note noch mit, würde ich sagen. Aber die ist auf jeden Fall, also man zieht nicht dran und denkt, ah, ein Maracuja-Tabak. So ist es nicht. Man schmeckt auf jeden Fall sehr, sehr krass die Limette, gefolgt von einer leichten Orange. Also ich würde, es ist schön ausgeglichen, aber ich würde sagen, die Limette ein ganz kleines bisschen vorne dran, die Maracuja ein ganz kleines bisschen hinten dran. Aber es ist wirklich nice ausgeglichen und das ist wirklich ein sehr, sehr geiler Sommerflavor geworden. Also Leute, die Limette, Maracuja, Pfirsich und
Orange geil finden, ich glaube, denen könnte der Tabak wirklich sehr, sehr gut schmecken. Oder auch alle Leute, die einfach so was fruchtig-frisches in die Zitrusrichtung mögen, könnte das, glaube ich, sehr, sehr geil sein. Aber, Leute, ich muss dazu sagen, echt nicht schlecht. Also wirklich ein geiler Tabak geworden. Und das sag ich als jemand, der Orange normal gar nicht mag. Es gibt zwei Orange-Flavor, die ich rauchen kann. Das ist einmal der Strong Orange von Somo und einmal der Orange Mint oder auch nur der Orange von Rewoshi. Das sind die einzigen zwei Orange-Flavor, die ich überhaupt rauchen kann. Und bei allen anderen bin ich normal direkt raus. Und der geht voll klar. Also überrascht mich ein bisschen. Das war der Flavor von den drei, von dem ich mir am wenigsten erhofft habe. Und der ist schon wirklich sehr solide. So Leute, zwischendrin kurz der Aufruf. Nur ungefähr die Hälfte der Leute, die diese Videos auch gucken, lassen ein Abo da. Falls euch das Video hier gefällt und ihr vielleicht mehr über meine Shisha-Welt wissen wollt, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr ein Abo da lassen würdet. Ihr kennt den Traum. Hinter mir soll irgendwann der silberne Playbutton hängen, der 100.000 Abonnenten Creator Award. Also wenn ihr mir einen kleinen Gefallen tun wollt, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr noch ein Abo da lasst. Wir nehmen als nächstes den Aaliyah. Und während das Ding warm wird, Leute. Über Rapper-Tabak kann man denken, was man möchte. Ich war auch sehr, sehr lange abgeneigt. Mittlerweile habe ich eher die Meinung, ich teste es, als wäre es einfach ein ganz normaler Tabak. Ob ihr den dann kaufen wollt, ob ihr Bushido damit unterstützen wollt oder ob ihr es nicht wollt, das liegt ganz bei euch. Damit habe ich nichts am Hut. Ich habe nichts gegen Bushido. Ich feiere Bushido, aber auch nicht wirklich krass. Hör ehrlich gesagt relativ wenig Musik in die Richtung. Eher so der 187 Straßenbanden-Typ, also eher so Pop unter dem Rap. Aber also ich bin da, um euch zu sagen, ob der Tabak taugt und nicht, ob Bushido taugt. Ja, das müsst ihr für euch entscheiden. Musik ist immer Geschmackssache, ob man die Taten und Dinge, die so ein Rapper macht, ob man das feiert oder nicht. Das müsst ihr euch überlegen. Dafür bin ich nicht da. Ich will nur wissen, ist dieser Tabak, egal woher oder von wem, ist das ein geiler Tabak? Und bis jetzt vom ersten kann ich sagen, bin ich positiv überrascht dafür, dass es ein Rapper-Tabak ist. Aber wir sind sehr gespannt, wie der Aaliyah ist. Der Aaliyah soll sein Drachenfrucht, Johannisbeere, Maracuja und Honigmelone. Und das klingt sehr, sehr nice, meiner Meinung nach. Also, ne, Drachenfrucht, sehr geil. Johannisbeere, sehr geil. Maracuja, ebenfalls sehr geil. Und Honigmelone, hoffe ich, dadurch, dass die auch an letzter Stelle in der Auflistung steht, dass die auch von der Mixtur eher ein bisschen weniger mit am Start ist. Die anderen drei Sachen feiere ich extrem. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie das Ganze schmecken wird. Übrigens, Aaliyah haben wir eben herausgefunden. Wusste ich vorher nicht, ist die Tochter von Bushido. War vielleicht vielen klar. Mir war es nicht klar, aber daher eben der Name. Wir riechen mal dran. Wir gucken mal, ob wir die Sachen auch rausriechen, die da drinnen sein sollen. Also sehr geil, man riecht direkt eine krasse Johannisbeernote raus. Definitiv Drachenfrucht mit am Start. Maracuja, finde ich, riecht man auch gut. Die Honigmelone tatsächlich eher im Hintergrund, was ich feier, weil genau so hätte ich den Tabak auch abgestimmt. Aber riecht sehr geil süß, sehr fruchtig. Mit der Johannisbeere kommt eine saure Note mit dazu. Aber sehr, sehr nice. Also der Geruch von dem Aaliyah, sehr geil. Könnte bis jetzt mein Favorit sein, aber wir gucken mal, ob das Ding an ist und vor allem, wie er schmeckt, weil Leute, egal wie gut so ein Ding riecht, wenn es nicht schmeckt, dann ist das auch scheißegal. So langsam kommt der Tabak. Das wird weird vom Geschmack. Ist leider ganz anders als im Geruch bis jetzt, aber kommen wir gleich nochmal dazu. Aber wieder sehr, sehr angenehmes Anrauchen, kein Drücken, kein Kratzen, wunderbar. So Leute, der Tabak ist so langsam an, wir gucken uns mal die Rauchentwicklung an. Aber das haben wir auch schon beim letzten gesehen, raucht auf jeden Fall gut, also da kann man sich nicht beschweren. Der Geschmack, Leute. Drachenfrucht, Johannisbeere, Maracuja und Honigmelone. Beim Geschmack muss ich sagen, was für Honigmelone an letzter Stelle. Also die Honigmelone ist definitiv an erster Stelle. Ich weiß nicht, ob ihr den Honigmelone-Mango von Almasiva kennt, aber falls ihr den kennt, genau diese Honigmelonennote haben wir jetzt auch hier in dem Bushido-Tabak. Ich finde die Note okay, aber ich finde sie auch nicht krass. Was ich aber sagen muss, ich finde es schade, dass Drachenfrucht, Johannisbeere und Maracuja bei dem Tabak definitiv deutlich hinter der Honigmelone steht. Die Honigmelone ist zwar okay, aber ich habe mir was ganz anderes unter dem Tabak vorgestellt. Das heißt, eigentlich ist er echt nicht schlecht, aber es ist halt eher ein Honigmelonentabak mit noch so ein bisschen was im Hintergrund. Aber so richtig jetzt Drachenfrucht, Johannisbeere und Maracuja rausschmecken, könnte ich da ehrlich gesagt nicht.
ganz, ganz leicht im Hintergrund, aber es ist wirklich eher ein Honigmelonen-Flavor. Hätte man jetzt gesagt, das ist ein Honigmelonen-Flavor mit ein bisschen Drachenfrucht, Johannisbeere und Maracuja im Hintergrund, hätte ich gesagt, ja, okay, sehr im Hintergrund, aber verstehe ich. Wenn ihr Honigmelone mögt, wird der auf jeden Fall auch was für euch sein. Ich hatte mir mehr Drachenfrucht, mehr Johannisbeere und mehr Maracuja gewünscht. Habe ich leider nicht bekommen. Trotzdem kein schlechter Tabak, aber für mich eher ein Honigmelonen-Flavor mit noch ein bisschen was bei. So, wir kommen zum letzten. Wir packen mal das Köpfchen Schmetterling oben drauf. So, Köpfchen Schmetterling drauf. Nochmal Oblako Hooker Boss, Hooker Club Show Edition. Smokebox oben drauf und dann knallen wir wieder 3 Kohlen rein, um das Ganze schnell aufzuheizen. Der dritte und letzte Flavor, Schmetterling. Schmetterling soll sein Brombeere, Johannisbeere, Grapefruit und Maracuja. Und der klingt sehr, sehr nice. Also wenn das so schmeckt, also wenn das schmeckt nach dem, was drin sein soll, dann wird der sehr, sehr nice. Aber ich würde sagen, wie immer, wir riechen erstmal dran und gucken, ob wir Brombeere, Johannisbeere, Grapefruit und Maracuja auch rausriechen können. Also man hängt seine Nase rein und man merkt sofort auf jeden Fall ganz klar eine Sache und das ist die Grapefruit. Die ist krank im Vordergrund. So vom ersten dran riechen kann ich sagen, ja, das ist Grapefruit. Aber ob wir noch den anderen Stuff im Hintergrund rausriechen, nee. Ehrlich gesagt nicht. Nee, also was? Brombeere, Johannisbeere und Maracuja? Nee, also es riecht nach einer sehr, sehr geilen Grapefruit, aber die anderen Noten, nee. Ehrlich gesagt, einfach nein. Es riecht sehr geil nach einer geilen Grapefruit, aber die anderen Noten sind da wohl eher so, ne, ein bisschen versteckter. Vielleicht ist das im Geschmack wieder anders, ich hoffe es auf jeden Fall, aber ich hätte auch nichts gegen einen guten Grapefruit-Tabak. Es ist nur, also ich finde, die Sortenauflistung ist auf jeden Fall nicht nach dem sortiert, was am meisten drin ist. Also es ist auf jeden Fall kein Brombeer-Flavor mit den anderen Sachen. Für mich ist das ganz klar eine Grapefruit mit noch anderen Sachen bei, zumindest im Geruch. Wie immer, Leute. Der Geschmack ist das Wichtige und da kommen wir als nächstes dazu. Rauchentwicklung wird wahrscheinlich so sein wie bei den anderen zwei Köpfen davor, aber wir ziehen ja noch ein paar Mal dran und ihr seht das dann. So Leute, der letzte Tabak, der Schmetterling. Wir kommen mal zur Rauchentwicklung. Das Ding ist mittlerweile angeraucht. Ja, und die ist komischerweise wie bei den zwei anderen Köpfen ebenfalls nice. Wir kommen zum Geschmack und da könnte das Ganze ja schon wieder sehr anders aussehen. Und nicht nur könnte, da sieht das Ganze auch etwas anders aus. Nicht komplett anders, aber etwas anders. Und zwar haben wir jetzt auf jeden Fall auf Platz 1 immer noch die Grapefruit, aber nicht mehr so komplett alleine, weil es ist auf jeden Fall noch eine krasse Brombeere mit am Start. Und die Brombeere ist sehr, sehr nice. Es gab ja schon von Nagelermann einen Brombeertabak, den habe ich aber eher zum Mischen genommen. Allein war der mir ein bisschen zu krass, aber hier eben schon in der gemischten Variante in dem Schmetterling. Sehr, sehr geil. Also die Kombi Grapefruit und Brombeere finde ich sehr, sehr wild. Schmeckt sehr geil. Ist sehr nice. Die Johannisbeere und die Maracuja eher lost, meiner Meinung nach. Aber vielleicht sind die abrundend irgendwo in den anderen Noten mit drin. Und ohne die Noten könnte es dann auch schon wieder komplett anders schmecken. Aber für mich ein sehr geiler Brombeere und Grapefruit-Tabak. Mein Ranking von den drei Sorten, die ich mir hier geschnappt habe, von dem neuen Bushido-Tabak auf Platz 1 für mich definitiv der Schmetterling. Ich würde sagen, ein Brombeere und Grapefruit-Tabak, beziehungsweise ein Grapefruit-Tabak mit Brombeere. Dann auf Platz 2 wäre für mich tatsächlich der Sonnenbank-Flavor. Obwohl Orange mit drin ist, ein sehr, sehr nicer Flavor. Geht so ganz leicht in die Sauna-Aufgussrichtung, aber finde ich trotzdem sehr, sehr lecker. Und auf dem letzten Platz, aber nicht auf einem schlechten Platz an sich, also es ist kein schlechter Tabak, aber auf dem letzten Platz von den drei Sorten, die ich hier probiert habe, wäre für mich der Aaliyah. So Leute, das soll schon mein kurzes erstes Fazit zu den drei neuen Bushido-Sorten sein. Das sind 3 von 6, es gibt also noch 3 weitere. Wenn ihr wollt, dass ich die auch noch teste, lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Ansonsten würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben oder ein Abo freuen. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video oder morgen, wenn ihr das Video jetzt direkt guckt, wo es rauskommt, ist morgen der 12-Stunden-Stream mit 3000 Euro an Giveaways, 14 Pfeifen, 12 Oblakos und noch Schlauchsets und noch mehr Köpfe. Also seid auf jeden Fall morgen am Start, falls ihr das Video heute am ersten Tag seht. Ansonsten seht ihr vielleicht noch ein paar Highlights auf dem Channel. Ich bin für heute raus. Lasst mich gerne wissen, was ihr über den Bushido-Tabak denkt unten in den Kommentaren. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, eure Shisha-WG.